Ich begrüße euch alle nochmal herzlichst bei uns an der BER-Bühne. Wie ihr gesehen habt, vielleicht bauen wir immer noch weiter oder auch schon wieder ab. Wie man sieht, dank dem etwas wackeligen Wetter haben wir eine wundervolle Mülltütendeko noch eingebaut. Genießt diese. Und zwar seid ihr alle hierher gekommen, weil ihr mittlerweile wahrscheinlich wisst, was unser Surprise-Event ist. Und zwar haben wir mal etwas Abwechslung zu der ganzen Elektromusik mit mit einer wundervollen Band, die uns mit Chanson-Punk beehren wird. Und zwar The Incredible Herrengedeck. Ich freue mich, ich hoffe, ihr euch auch. Ja, au, oh, jetzt. Schönen guten Abend. Die Sache ist die, wir haben es jetzt wieder total missverstanden und unsere Stadionshow mitgebracht, weil wir dachten, das ist ein Stadionkonzert, wie wir das für gewöhnlich zu spielen pflegen. 40.000 Leute sind doch sonst immer beim CCC, oder? Ich dachte doch, mit dieser Logistik, das wäre für euch kein Problem, hier so ein Stadion kurz aufzubauen. Aber okay, haben wir uns... Ein Surprise Act, aber... Ja, ist egal, wir spielen das jetzt, wir spielen trotzdem die Show. Ihr müsst euch eben jetzt nur viel vorstellen. Also riesige Boxenwände zum Beispiel. Und stellt euch vor, ihr seid 50.000. Und ihr wartet schon ungeduldig, dass es endlich losgeht. Genau. So ungefähr. Also es gibt auch schon so Unmutsbekundungen, weil es halt so lang dauert. Genau. Die Leute fordern richtig, dass es jetzt losgeht, was auch immer. Genau. Anfangen! Ja. Sehr, sehr, sehr gut. Genau. Und die Bühne liegt noch völlig im Dunkeln und da seht ihr plötzlich so Gestalten auf der Bühne hin und her huschen. Genau, da gibt es natürlich Reaktionen im Publikum. Ja. Verhalten, erwartungsvolle Reaktionen. Und dann irgendwann passiert immer noch nichts, aber plötzlich geht so ein Spot an, der auf den weißen Steinway-Flügel fällt. Und da gibt es natürlich Reaktionen im Publikum wieder. Spot! Ihr müsst euch das alles vorstellen, merkt ihr schon, ne? Und dann kommt tatsächlich der erste Akkord und der wird vom ganzen Publikum, also die Leute rasten aus, ja? Okay, wir stellen uns das gegenseitig vor. Ihr könnt euch auch den ersten Akkord einfach vorstellen. Jetzt wäre er schon vorbei gewesen. Wieso habt ihr nicht reagiert? Aber imaginär wahrscheinlich schon. Ich fand es war eine krasse Reaktion. Jetzt kommt also eine traurige Klavierintro-Melodie. Und dann na gut, wir leisten ein bisschen Unterstützung. Wir kommen euch ein bisschen entgegen, vielleicht könnt ihr dann auch. Unglaublich! Chaos Communication Kongress! Camp! Ihr müsstet euch sehen können, es ist unglaublich, hier heute Abend stehen zu dürfen. Wow! Ich sag das wirklich nicht jeden Abend. Ihr seid das beste Publikum, das wir jemals gehabt haben. Stellt euch vor, ich hätte jetzt schon angefangen zu singen. Hart ist das Leben, so verdammt hart jeder Tag. Der Weg
ist steinig und sternenlos. Sternenlos die Nacht, selbst das Wetter ist beschissen. Der Alltag grau, der Kopf ist voll vernebelt und der Magen flau. Die Woche, ein Abgrund, die Stimmung am Boden. Die Arbeit ist stupide und die Leute sind verschoben. Die Freizeit ist langweilig, die Beziehung kompliziert. Kein Licht am Ende des Tunnels, das du anvisierst. Doch dann plötzlich zack, Scheinwerfer an, dein Typen drei Akkorde, Konfetti und Luftschlag, The Incredible Hand Attack, der ultimative Kneipenzirkus, der Superlative. Du fragst dich noch kurz, ey, was soll denn das hier? Doch da setzt schon der Groove dein Blues vor die Tür. Klingt erstmal nach einem komischen Mix aus den Flippers, Louis Armstrong und so ein bisschen Jimi Hendrix. Klatschen wie bei Musikanten, Stadel, Pogen wie bei Dritte Wahl, heulen wie bei Radiohead, Stimmung wie beim Karneval. Ja, die Band rastet aus und du kriegst die genug. Der Wahnsinn geht weiter und das Glück ist absolut. Die Verkünder der Lehre, das Wort ist der Weisheit, der vollendete Witz, die vollkommene Freiheit. Welche unglaubliche Gnade wird euch geschenkt, drum fallt auf die Knie und preiset die Band. Halleluja! 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 Vollkommene Freiheit, welche unglaubliche Gnade wird euch geschenkt, drum fallt auf die Knie und preiset die Band. Ja, welche unglaubliche Gnade wird euch geschenkt, drum fallt auf die Knie und preiset die Wahnsinn! Vielen Dank! Ah, herrlich hier im Stadion. Ja. Fürs nächste Lied ist eigentlich das Stadion gar nicht mehr so wichtig. Es geht da vielmehr um Einkaufszentren. Stellt euch ein Einkaufszentrum vor. Also wir haben uns in dem Lied, wir haben uns für das Lied, also eine Metapher für ein Einkaufszentrum ausgedacht und sind auf die Metapher des Monsters gekommen. Ganz wertungsfrei. Und ja, das Lied heißt Das Monster. Und wir würden euch bitten, so ein Monster akustisch darzustellen im Refrain. Ja, so ein Monster kann sich ja jeder vorstellen, es ist halt groß und laut und unberechenbar. Und vielleicht können wir das vorweg einmal kurz üben, dass es am Refrain klappt. So auf drei, eins, zwei, drei. Ja. Das da hinten war geil, so ein Papageienmonster. Oder Affenmonster, ja. Das, genau, also Monster ist auch überraschend, das kann auch sehr vielstimmig sein.
ist aber auf jeden Fall laut. Ja? Also vielleicht können wir das nochmal probieren, nochmal laut und Monster und auch ruhig ein bisschen langgezogener, ja? Also nochmal. 1, 2, 3. Ja, das war schon ziemlich schrecklich. wir können. Ich muss mal kurz die Gitarre wegstellen. Ja, ich würde sagen, wir probieren das mal. Also das Lied besteht aus 3 Strophen, die jeweils durch einen Refrain voneinander getrennt sind. Und in diesem Refrain käme dann jeweils euer Einsatz. Ich muss kurz noch was trinken. Wir beginnen aber mit der ersten Strophe, die den Titel trägt: Auftritt das Monster. Ein Monster terrorisiert die Stadt, das schon furchtbaren Schrecken verbreitet hat. Man nennt es den grausamen Arkadenbauer, den Center-Errichter, den Mallmaurer. Schon viele von uns hat es massakriert, mit Stahl erschlagen und einbetoniert, mit Glas zerschnitten und unter Plastik geplättet. Keiner von ihnen ward jemals gerettet. Manch einer versuchte es schon zu bezwingen, keiner kehrte zurück, niemandem wollte es gelingen. Und viele andere aus Frust und Angst bringen ihm Opfer und beten es an, als brave Shopping-Konsum untertan, von Montagmorgen bis zum verkaufsoffenen Sonntagabend. Und jetzt kommt euer Einsatz. Ah, sehr gut, nochmal. Ah, wir haben schon richtig Angst. Ah, noch einmal. Ja, das war sehr gut. Wir kommen zur zweiten Strophe. Das Monster wird in seiner ganzen Schrecklichkeit geschildert. Tentakelartige Arme graben den Kiez um. Eine weitere Freifläche wird Opfer der Umstrukturierung, denn es verspeist freie Flächen und kleine Läden. Wo es zuschlägt, verursacht es irreparable Schäden und zack, ein neues Einkaufszentrum hingestellt, damit die Leute endlich wissen, wohin mit dem Geld. Die immer gleichen Shopping-Tempel mit wohlklingendem Namen. Immer irgendetwas mit Passage und Arkaden und drinnen immer die gleichen Filialen. Dieselben Fastfood-Ketten und Klamottenmarken mit Einzelparkgelegenheit klimatisiert und überdacht. Der privatisierte Marktplatz jeden Tag, Kamera überwacht, perfekt organisiert, ergänzend gibt es Entertainment. Nicht mehr Mensch, nur noch Konsument einer fleischfressenden Pflanze gleich. Die ihre Opfer mit süßem Aasgeruch täuscht, lockt das Monster Menschen mit bunten Bildern ins Verderben, wo sie ausgesaugt und genüsslich verbraucht werden. Initiiert den Wahn nach Waren, saugt uns das Hirn aus und so schleppen wir uns ein ums andere Mal durchs Kaufhaus. Als untote, verfluchte, verrottende Zombies, Schaufensterpuppen und Schaufensterschau-Junkies. Und da kommt wieder euer Einsatz. Ah! Super, nochmal. Mal. Aber dritte Strophe: Das Monster wird zur Strecke gebracht. Ja, das Monster, es hat uns schon so lange gequält. Aber glaubt mir, auch seine Tage sind gezählt. Doch es hilft kein Warten, es wird keinen Helden geben. Wir müssen uns alle gemeinsam erheben. Mit Fackeln und Forken schwimmen an die Schandflecken der Stadt. Eine hungrige Horde, die es endgültig satt hat. Eure Wellness-Shopping-Tempel sind Folterkammern. Doch nicht mehr lang und es steht alles in Flammen. Der Funke springt über einen Flächenbrand. Und schon bald brennt jedes Center im Land. Das Monster bäumt sich auf und stirbt im letzten großen Schrei. Der Himmel lichtet sich, Sonne. Es ist endlich vorbei. Glockengeläut und die frohe Kunde. Das Monster ist tot in aller Munde. Die Menschen trauen sich wieder zu atmen. Aus dem Boden sprießen die ersten grünen Samen. Und ein Schwur geht um. Nie wieder Arkaden, nie wieder Einkaufscenter, nie wieder Shopping-Sklaven. Von nun an werden wir nur noch kaufen und produzieren, was wir wirklich raufen. Dankeschön. Ja, das nächste Lied heißt Jump and Run. Jump and Run, das muss ich vielleicht kurz erklären, das ist so ein Computerspiel-Genre.
ja, das kann man einfach nicht mehr voraussetzen. Und die Älteren werden sich vielleicht noch erinnern, ein wichtiger Protagonist eines solchen Jump'n'Runs war oder ist vielleicht auch immer noch Super Mario. Ja, das nur als kleine Information beigestellt. Wir haben uns ein bisschen darauf bezogen. In dem Lied geht es jedenfalls darum, möglichst, also wer als erstes fertig ist. Genau, deswegen auch Jogginghosen. Das macht alles Sinn, ja. Genial. Jetzt können wir sehen. Auf die Plätze, fertig. Los! Der Lift dauert länger, also nimm die Treppe. Wenn du über den Rasen gehst, sparst du die Ecke. Ja, reg dich über Oma an der Kasse auf. Dein Leben geht nicht seinen Gang, dein Leben ist dein Dauerlauf. Wenn du dich da auffährst, gibt der vor dir vielleicht Gas. Wenn du die Ampel noch kriegst, sparst du wieder ein bisschen was. Die Zeit tick, 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 du musst dich immer, immer sputen. Wenn du diese Bahn erwischst, sparst du nochmal 3 Minuten. Gib Gas, Alter, dein Leben rast vorbei. Wenn du dich heute ganz doch reinhängst, hast du morgen vielleicht frei. Noch ein Snack im Vorbeigehen, noch ein Kaffee im Stehen. Und dann los, Mann, los, es muss weitergehen. Weiter geht schneller tippen, schneller schicken, schneller surfen, schneller klicken, schneller essen, schneller kaufen. Schneller schlucken, kurz verdauen, schneller kacken, schneller ficken, schneller schlafen, schneller ticken, schneller denken, immer weiter, schneller träumen, schneller scheitern. Morgens aufstehen, aufs Klo gehen und wieder hinlegen. Mittags aufstehen, ein Joint drehen und aufs Sofa legen. Nachmittags aufstehen, zum Kühlschrank gehen, nichts zu essen sehen, einkaufen, Pizza bestellen. Abends aufstehen, rausgehen, paar Freunde sehen, Bierchen reindrehen. Nachts nach Hause gehen, nur ein bisschen Fernsehen und dann schlafen legen. Wieder Zeit, wieder Stress, wieder Ticken, wieder Sputen, wieder Kaffee, wieder Gas, wieder 3 Minuten. Die Bahn gekriegt, jetzt bloß keine Zeit verschenken. Also hinsetzen, konzentrieren und 3 Minuten denken. Wozu der Stress, warum die Eile, um dabei zu sein? Beim Job, bei der Familie, bei der Rente, beim Eigenheim. Doch will ich das wirklich? Wer drückt die Knöpfe? Kann ich selbst entscheiden? Ach egal, 3 Minuten um, Endstation, aussteigen, raus aus der Röhre, rauf auf die Kröte. Rennen, springen, schwimmen, fliegen, tauchen und töten. Geld sammeln, Pilze fressen, niemals stillstehen. Ausweichen, Anlauf nehmen, draufspringen, weitergehen. Über den Abgrund am Fragezeichen vorbei. Pflück dir eine Blume und dann schieß dir deinen Weg frei. Bring den Endgegner um, dann bist du raus aus dem Schlamassel. Fuck you, Mario, your princess is in another castle. Vielen Dank. Ja, wir haben hier bei unserer Wahnsinns-Stadion-Show natürlich auch Special Guests mitgebracht. Und die möchte ich jetzt auf die Bühne bitten. Und zwar die Harmonien Communists. Hallo, ja. Es freut uns hier heute spielen zu dürfen. Ich bin der Friedrich, das ist der Fritz und am Klavier ist der Theodor und wir trällern jetzt ein wunderbares Liedchen, was den sagenumwoben, nee, das ist kein 20er-Jahre-Wort, war. Sagenumwoben. Den nee. Kolossalen Titel trägt. Das Boot ist voll. Das Boot ist voll. Da, da, toll. Da, 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 wir stehen hier am Steg, das Boot ist voll. Da, da, toll. Da, 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 zieht wie euer Schiff ablegt. Wir frieren hier nackt im Wind. Vater, Mutter, Kind. Wohnung und Gepäck, alles weg. Und die Spießer winken zynisch vom Zwischendeck. Menschen kommen angeschwommen, aber hier wird keiner mehr mitgenommen. Der Captain singt das alte Lied und die ganze erste Klasse grübelt. Das Boot ist voll.
na toll. Keine Plätze mehr, das Boot ist voll. Na toll. Wir haben genug, danke sehr. Drei Etagen, Autodeck, alles da vom Benz bis zum Cadillac. Hummer, Kaviar, Tropenobst, Shampoo, Speed und Koks. Drinnen die Bonzen baden im Sekt, während draußen der ganze Rest verreckt. Der Captain singt das alte Lied und die ganze erste Klasse grünt mit. Das Boot ist voll, Marathon. Keine Plätze mehr, das Boot ist voll. Na toll, wir haben genug, danke sehr. Wir haben die Schnauze voll, es reicht. Alles für alle und zwar jetzt gleich. Alle Mann bereit, klar zum Entern. Wir bringen den Karl zum Kentern. Wir nehmen uns, was unseres ist, aus dem Weg, Kapitalist. Wir hauen den Laden kurz und klein und der ganze Mob. Das Boot ist dumm. Kabum. Wir schmeißen's einfach um. Das Boot ist hin. Zazalabim. Die Schweine hocken drin. Das Boot ist Müll. Sperrmüll. Weil unser starker Arm es will. Das Boot macht schapp. Seufzt ab. Was für ein schöner Tag. Was für ein schöner Tag. Ja, vielen Dank, das waren die Harmonien Communists. Wir kommen zu einem ganz anderen Thema. Das ist ja hier das Berliner Chapter hier, oder wie sagt man? Village. Village, Village. Scheiße. Ist ja noch keine Rocker-Gang in diesem Sinne. Nee. Ja, also das ist so ein, was wir folgenden Lied besingen, ist eigentlich so eine, ja, so eine Berliner Problematik. Ihr kennt es dann wahrscheinlich selber auch aus eurem Alltag, diese sozialen Verpflichtungen eben, dass man die Woche über arbeiten muss und dann am Wochenende eben diesen Ruf von Berlin als Party und Metropole und Clubhauptstadt irgendwie zu verteidigen. Und ob man will oder nicht, eben dann in die Clubs geht und feiert und ja, das kann einfach hart sein. Darüber haben wir ein Lied geschrieben. Ja, wenn ihr darüber im Anschluss vielleicht noch reden wollt, dann sind wir auch da noch. Okay, das Lied heißt Partypflicht. Es war eine harte Woche voller Schinderei. Doch Gewerkschaft sei Dank ist am Wochenende frei. Und jetzt ist Freitag, 18 Uhr ist Schluss. Ich schlepp mich nach Hause und komm fast um, weil ich Treppen steigen muss. An. Bin auf dem Sofa fast weg. Jetzt noch ganz kurz was essen und dann nichts wie ab ins Bett. Da klingelt's, vor der Tür steht die Partycrew. Sie wollen mich mitnehmen, lassen keinen Widerspruch zu. Also rein in die Klamotten und frisch gemacht. Noch drei Korn zum Vorglühen und dann raus in die Nacht. Denn es ist Freitagnacht. Pflicht. Heute gehst du tanzen, ob du willst oder nicht. Du gibst dir die Kante, bis du Sterne siehst. Und dass du mir nicht vor sieben zu Hause bist. Denn es ist Freitagnacht, Partypflicht. Saufen, tanzen, tanzen, saufen und kein Ende in Sicht. Das heißt ja nicht umsonst Feierabend. Da
werden sich die Leute schon was bei gedacht haben. Sir, yes, sir! Nachmittags um 4 aufgewacht, kurzen Flug gekotzt, dann in der Küche Tee gemacht. SOS Aspirin und zurück ins Bett. Liegen bleiben, heute Abend gehe ich ganz bestimmt nicht weg. Da klingelt's. Oh Gott. Nee. Ich lass ihn nicht rein. Ich tu einfach so, als ob ich nicht da wäre. Genial. Doch sie treten die Tür ein. Es ist der Partymob mit altem Anschlag. Sie wollen mich mitnehmen, denn es ist Party-Samstag. Ich versuch mich totzustellen, doch sie prügeln mich wach. Also Konterpilz duschen und dann raus in die Nacht. Denn es ist Samstagnacht. Partypflicht. Heute gehst du tanzen, ob du willst oder nicht. Du gibst nicht Kante, bis du Sterne siehst. Und dass du mir nicht vor 7 zu Hause bist. Denn es ist Samstagnacht, Partypflicht. Saufen, tanzen, tanzen, saufen und kein Ende in Sicht. Das heißt ja nicht umsonst Feierabend. Da werden sich die Leute schon was beigedacht haben. An den Decks DJ Drill Instructor, wir stehen an der Bar und saufen im Takt, dann der Marschbefehl vom Party Sergeant. Ab auf den Dancefloor, es ist Samstagabend. Mädchen und Jungs vom Beach getrieben, Britta und Paul schon auf der Strecke geblieben. Thomas will nach Hause, Verrat am Partyladen, Disco-Deserteur, stell ihn an die Lautsprecherwand. Sir, yes, sir, denn es ist Samstagnacht. Pflicht. Heute gehst du tanzen, ob du willst oder nicht. Du bist nicht fit, dir fehlt die Power. Zur Strafe gibt es 14 Stunden After Hour. Sonntagmorgen, keine Gnade. Weiter feiern bis zum Abend. Keiner geht, es wird nicht schlapp gemacht. Hau dir das hier rein, dann bist du 3 Tage wach. Sir, yes, sir. Montagmorgen, es klingelt der Wecker um 6. Mein Kopf, mein Körper, ich glaube, ich verreck. Muss gleich zur Arbeit. Und die Woche fängt erst an. Und dann kommt das nächste Wochenende, verdammt. Besser nicht dran. Dankeschön. Denkt man am nächsten Morgen so, das letzte Bier hätte ich eigentlich nicht trinken müssen. Ne? So als Überleitungsversuch. Ja, ja. Achso. Ja, stimmt. Genau, und dann hätte ich doch nicht getrunken, genau. Und genau so davon handelt dieses nächste Lied, dass man was hätte nicht machen sollen, aber dass man in dieser Hätte-Schleife so hängen bleibt. Und dass du dann immer wieder, hätte ich damals nicht das gemacht, dann wäre heute alles gut. Und davon handelt das nächste Lied. Das heißt, hätte, würde, aber. Es kann auch getanzt werden. Also ihr könnt auch aufstehen, richtig direkt an dieses imaginäre Gitter im Stadion treten und tanzen, wenn ihr das Bedürfnis verspürt, ja. Genau, also ihr müsst nicht, sorry. ist natürlich eine freiwillige Selbstverpflichtung der Industrie. Hätte ich Tina nicht verlassen, würde ich jetzt schon Kinder haben.
wird am Wochenende mit dem Fahrrad rausfahren, auf der Picknickdecke in der Sonne liegen und den Kindern beim Spielen zukicken. So ist es aber nicht. Guten Morgen, schlechte Laune, na dann ist jetzt auch alles egal. Fluppen Mund und Bier aufgemacht und Abfahrt im Karussell der Qual. Hätte, würde, aber, alles nur Gelaber. Hätte, würde, könnte, sind keine Argumente. Schick den Konjunktiv kacken, ich will nur noch Fakten, ich red. Ab jetzt nur noch konkret. Obwohl. Wär ich damals nicht bei Siemens rausgeflogen. Ey, ich wär bestimmt schon CEO. Ich wär der vor der Villa am Pool ab Schiller und im Carport mein V8 Cabrio. So ist es aber nicht. Ich hab grad mal ein Fahrrad. Na dann mal guten Morgen, Hartz IV. Die da oben schlürfen Shampoos und ich hier unten. Ich öffne mir ein weiteres Bier. Hätte, würde, aber, alles nur Gelaber. Hätte, würde, könnte, sind keine Argumente. Schick den Konjunktiv kacken, ich will nur noch Fakten, ich red. Ab jetzt nur noch konkret. Obwohl, jetzt wird's existenziell. Hätten die damals nicht vom Baum der Erkenntnis, ey, wir wären so paradiesisch dumm. Hätt's den Urknall nicht gegeben, ey, ich sag's euch, es gäb heute nicht mal das Universum. Gibt es aber doch, 1-0 für den Urknall und jetzt sitzen wir hier in der Falle. Und die Scheiße mit der Erkenntnis, ey, ich mach mir noch ein Bier auf, geh zum Kühlschrank, scheiße alle. Hätte, würde, aber, alles nur Gelaber. Hätte, würde, könnte, sind keine Argumente. Schick den Konjunktiv kacken, ich will nur noch Fakten, ich red. Ab jetzt nur noch konkret. Hätte, Fahrradkette, das hat doch damals Steinbrück gesagt. Und der hat, glaub ich, in seinem Leben auch nicht alles richtig gemacht. So mach ich das jetzt auch, schönere Grete Rieng. Ich bin halt, wie ich bin. Aus Heland kann man lernen, was einen nicht umbringt, macht einen stark. Und apropos schlaue Sprüche, morgen ist auch noch ein Tag. Hätte, würde, aber, alles nur Gelaber. Hätte, würde, könnte, sind keine Argumente. Schick den Konjunktiv kacken, ich will nur noch Fakten, ich red. Ab jetzt nur noch konkret. Hätte, würde, aber, alles nur Gelaber. Hätte, würde, könnte, sind keine Argumente. Schick den Konjunktiv kacken, ich will nur noch Fakten, ich red. Ab jetzt nur noch konkret. Ja, wir haben noch mehr Special Guests für den heutigen Abend gewinnen können. Und zwar das kleinste Polizeiorchester Deutschlands. Die haben sich angekündigt, sind Sie schon bereit? Drei Sirenen mit dem Kontrabass. Haha, ich muss nur kurz ins Kostüm schlüpfern. Muss man auch die Figur haben, ja. So, schönen Abend. Hallo. Ja. Gute Stimmung, das gefällt uns natürlich auch. Ich hoffe, die Veranstaltung ist angemeldet. Sonst ist die Stimmung ganz schnell im Keller. Ja, ja. Nee, deswegen sind wir nicht hier. Ja, wie Sie sehen, da sind eine bunte Truppe. Da ist von der Fahrradstaffel bis zur Einheitshundertschaft von jedem was dabei. Ja, wir, was uns verbindet ist, wir haben alle drei als verdeckte Ermittler gearbeitet. Damals bei der Aufklärung der... Tätig gewesen. Tätig gewesen, genau.
bei der Aufklärung der Dönermorde, wie es damals hieß. Heute heißt es ja irgendwie anders, weiß ich. Ja, über unsere zum Teil frustrierenden Erfahrungen berichten wir im folgenden Stück. Damals im Bereich Frankfurt eingesetzt. Jeden Abend muss ich putzen, altes Fett und Dreck. Ich muss schrubben, wischen, bürsten, aber nie geht alles weg. Jede Nacht in meinen Kissen lieg ich wach und frag mich dann, was ist passiert, was ist geschehen, dass es so weit kam. Ich hatte mir mal vorgestellt, ich werd Oberkommissar. Jetzt steh ich hier am Drehspieß und mach Döner Tag für Tag. Denn eines Tages im Büro rief mich der Chef zu sich, sagt, in der Sache mit den toten Türken zählen wir auf dich. Wir wissen nichts Genaues, doch eins ist allen klar, die Täter sind Teil der Dönermafia. Wir kommen da grad nicht weiter, doch jetzt hab ich die Idee. Eine verdeckte Ermittlung mitten im Dönermilieu, also folgte ein Crashkurs. Döner für Dumme, Spieß drehen, Messer schleifen, Soßen, Kunde. Dann war ich bereit für den Auftrag, geschult und gebrieft. Kalle Döner, der Dönerdetektiv. Undercover Döner, Döner BND. Döner, 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 Döner CIA. Döner, Döner, geschüttelt, nicht gerührt. Leider hat die Dönerspur bisher zu nichts geführt. Und jetzt steh ich hier Stunde um Stunde und der Dönerspieß dreht seine Runden. Ab und an ein Kunde, der bestellt und brav bezahlt. Nichts mit wilden Schießereien und Verfolgungsjagd. Ich hätte im Ernstfall auch nicht mal CS-Gas in der Dose, nur Kräuter, Knoblauch oder scharfe Sumpf. Statt Blaulicht blinkt die Reklame im Fenster. Mit dem Dönermesser in der Hand warte ich vergeblich auf die Gangster. Undercover Döner, Döner BND. Null, null Döner, 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 Döner CIA. Döner, Döner, geschüttelt, nicht gerührt. Leider hat die Dönerspur bisher zu nichts geführt. Neulich meinte ein Kollege, wir hätten den falschen Verdacht. Vielleicht waren die Täter ja Nazis. Und dann hat er noch gefragt, warum eigentlich Ermittlungen im Dönermilieu, wo doch nur einer der Ermordeten tatsächlich Dönerverkäufer war. Habe ich gesagt, ich verstehe die Frage nicht. Ja? Einer der 10 Ermordeten war Dönerverkäufer und die anderen waren auch halt irgendwelche Türken oder so. Und wenn ich Türke höre, denke ich doch sofort an Döner. Vielleicht noch an Ehrenmorde. Muss man nur eins und eins zusammenzählen, ja? Überhaupt. Waren sich ja alle einig, ja? Mein Chef hat gesagt Döner, die Bild schreibt Döner, der Spiegel Döner, FAZ Döner, Tagesspiegel Döner, Süddeutsche Döner. Und jetzt soll die Täter plötzlich Nazis gewesen sein? Also für mich als Ermittlungsbeamter heißt es weiterhin Dönermorde, Kebabkiller, Dönerverschwörung, Döner-Terrorismus, Döner-Salafel, Falafel-Salafismus, Undercover Döner, Döner, BND. Döner, 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 BND. Döner, Döner, geschüttelt, nicht gerührt. Leider hat die Dönerspur bisher zu nichts geführt. IM Döner, Döner, Kebab, KGB, Scotland, Döner, 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 NSA. Abhörgerät im Döner, Döner, Kamera, Polizei ruft 1-1 Döner, Döner, tatütata. Die 3 Dönersoßen, Justus Knoblauch, Peter Scharf, Bob Kräuter.
Döner und die Detektive Döner übernehmen sie einen Fall für Döner 11 Kebab Academy. IM Döner, Döner, Kebab, KGB, Scotland, Döner, 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 NSA. Naja, Piano mal, wa? Wir wollen ja die Nachtruhe nicht stören. Ja, ja, schön, dass es Ihnen gefallen hat. Weiterhin an Ihnen im Abend. Aber das nächste Mal stehen wir wieder in Marsch. Wa? Ja, das waren die drei Sirenen mit dem Kontrabass. Ja, krass. Kommen wir zu etwas ganz anderem. Es gibt also Daniel, merkt ihr ja schon, Daniel darf eigentlich nichts sagen, er darf Klavier spielen. Er wehrt sich dagegen erfolgreich und hat jetzt mittlerweile schon einen Slot bekommen hier. Genau. Und der ist jetzt. Das ist meine kleine Emanzipationsbewegung. Gleichberechtigung am Mikrofon! Scheiß Patriarchat. Also, ich habe in meiner Freizeit recherchiert zu der Wechselwirkung von Medienkonsum und Trinkverhalten und bin dabei zu folgenden Ergebnissen gekommen. Arte versus Sat.1 oder das Privatfernsehen teilt die miesesten Punchlines aus. Arte versucht mir, reflektierten, resignierten, minderbemittelten Mittelstandsbildungskulturbürger nachts um 3:30 beim 5. Glas Rotwein die Lage der Flüchtlinge im krisengebeutelten Griechenland nahezubringen. So dass ich am Ende nicht weiß, ob ich mich zuerst an die EZB oder die Ausländerbehörde ketten soll. Und mich schließlich fürs 6. Glas Rotwein entscheide, Rotwein. Ich brauch mehr Rotwein. Stattdessen auf Sat.1. Sat.1 zeigt zur Primetime die strengsten Eltern der Welt, wo überforderte, übergewichtige Unterschichtsmütter bäm. Ihre überforderten, übergewichtigen Unterschichtskinder bäm. Nach Afrika schicken. Nach Afrika. Und die haben da keinen Strom und die haben da kein Wasser, die leben im Busch und die haben da Macheten. Die haben da Macheten und die leben im Busch und die haben da keinen Strom und die haben da kein Wasser. Aber das ist traditionsbewusst. Aber das ist naturverbunden. Und da lernen die dicken, verpickelten, überforderten Unterschichtskinder mal, was eine Harke ist. Wie man seine Eltern respektiert. In Afrika. Meine Damen und Herren, kommen wir nun zur Punkteauswertung. Menschenwürde trotz Hartz IV, bam! Afrika-Bild und Rassismus-Diskurs, bam, bam! Emanzipative Bildung und kulturelle Aktion, bam, bam! 5:0 für Sat.1. 5:0 für Sat.1. 5:0, 5:0, 5:0 für Sat.1. Für mich reflektierten, resignierten, minderbemittelten Mittelstandsbildungskulturbürger ist das natürlich der mentale Volltreffer in die Eier. Ein Schlag ins Gesicht, ein Tritt in den Magen, ich gehe zu Boden und schnappe nach Rotwein. Ich brauch mehr Rotwein. Ah. Dankeschön. Ja, es war Rap, oder? So ein bisschen. Kriegt gleich auch Bock. Ja, ich glaube auch, da finde ich, sollten wir gleich anknüpfen.
Rap-technisch. Seid ihr mit den kulturellen Geflogenheiten des Rap vertraut? Okay. Ich kann es kurz erklären, also für diejenigen, die es nicht wissen. Der MC, also der Protagonist, der Sänger, kommt auf die Bühne und sagt nicht, hey Leute, wie geht's? Sondern er fragt, ey Leute, was geht? Bei euch, also dem Publikum, kommt meistens eine spontane Reaktion des Wohlgefallens rüber, ein unbestimmter Hey-Laut, ja? Versuchen wir mal, also, ey Leute, was geht? Okay, genau. Yo. Und dann kommt die nächste Frage prompt hinterher. Wo sind die Hände? Genau, daraufhin hebt ihr rechten oder linken Arm und fangt an zu bouncen. Das heißt, Arm nach oben und unten swanken. Ja, genau. Super geil. Swanken, meine Hip-Hop-Fachsprache. Ey, CCC, wo sind die Hände? Alright, geil. Genau. Und dann, das ist, und, aber das ist jetzt Publikum, was muss denn, wie man macht man das auf der Bühne sozusagen? Genau, dann fängt der MC an mit dem Dissen. Das heißt, das Gegenüber möglichst schlecht darzustellen. Aha. Ich nehme mir jetzt auch mal jemand, den ich dissen möchte, die Banken, ja? Also, die Banken. Die stehen da hinten, ganz konkret. Ich werde sie jetzt konkret dissen, okay? Ja, okay. Ich bin gespannt. Ja. Hey Banken! Ich weise euch in die Schranken! Uiuiui, ui, ja. Und dann gehe ich tanken! Wow, bei den Preisen, ja. Nein, Sonne! Denn ich bin mehr so der nachhaltige Typ. Ja, gut. Yeah. Yeah. Wow. Ja, alles klar, jetzt geh du. Geh mir ab, ja. Also, yeah. Jetzt will ich. Das hast du ja ganz schön vorgelegt jetzt. Ja, ja, ja. Jetzt. Okay, warte. Gucken, was du jetzt kannst. Ne? Ja, also. Systemrelevanz, alter Lutsch, mein Schwanz. Wow. Ich dreh den Bass auf und das System tanzt. Und dann Money, Money, Cash, Cash. Raus aus deiner Tash, Tash. Und in meine Rein. Nein, ich mein ich. Das ist in diesem Fall der Staat. Das hat schon Louis XIV gesagt. L'État, c'est moi. Ich bin die Exekutive, yeah. Die Legislative, krass. Die Judikative. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Baguette, Fett. Wo bin ich jetzt gelandet? Ah, in Frankreich, ja, genau. Bei Genosse Hollande. Yeah. Warte mal, ist der nicht Sozialist? Naja. Apropos Sozialismus, ich wollte noch dein Geld wegnehmen. Ja, genau. Wie machen wir das jetzt? Pass auf. Dann fahr ich jetzt über die Schweiz zurück, yeah. Und nehme unterwegs deine Kohle mit. Deine Mama ist too big to fail. Jetzt ist Schluss, es hat sich ausgebailt. Wir sind Gangster, Kommunisten und wir fronten hart. Wir nehmen dir dein Geld weg und spenden's dem Staat. Deine Mama ist too big to fail. Jetzt ist Schluss, es hat sich ausgebailt. Wir sind Gangster, Kommunisten und wir fronten hart. Wir nehmen dir dein Geld weg und spenden's dem Staat. Ich und mein gemeinnütziger Verein brechen bei dir in Zehlendorf ein. Werfen das Sofa in den Swimmingpool rein. Platsch, klauen dir dein Geld, die fetten Jahre sind vorbei. Wenn ich ans Mike Step, gibt's Steuererhöhung für Reiche. Putzfrauen und Spitzenmanager verdienen das Gleiche. Du willst schummeln wie der Mann von der Post. Aber ich habe dir in den Rotwein gekotzt. So, Scheckkarten her und jetzt wäsch du ab. Und dann stellst du dich in die Ecke, Frechdachs! Vom Millionär zum Tellerwäscher. Kann ich jetzt nach Hause? Nein, da kommt noch mehr. Vom Millionär zum Straßenstricher. Dein bester Kunde, dein Chauffeur. Apropos Chauffeur, hast du mal Feuer? Ja. Ich wollte doch dein Auto anzünden. Dann rauche ich deinen Wagen in der Bon. Autos rauchen macht sehr schnell abhängig, fangen sie gar nicht erst on. On, das Wort gibt's doch gar nicht. Gibt's nicht, ist doch super witzig. Deine Mama ist too big to fail. Jetzt ist Schluss, es hat sich ausgebailt. Denn wir sind Gangster, Kommunisten und wir fronten hart. Wir nehmen dir dein Geld weg und spenden's dem Staat. Und die Hände.
deiner Steueroase. Fass dir mal an die eigene Nase. Dann fass ich dir in die Tasche und... Weg ist die Asche! Du machst einen auf Banker und ziehst Leute ab. Schaffst dein Geld in die Karibik zum Steuern sparen. Doch wir sprengen die Bank, holen den Tiger aus dem Tank, nehmen den Molly in die Hand und zünden ihn an. Schlachten dein Schweizer Sparschwein, knasten den Dachs ein, lassen den Papagei frei und bring ihm den Refrain bei. Deine Mama ist too big to fail. Jetzt ist Schluss, es hat sich ausgewählt. Denn wir sind Gangster, Kommunisten und wir frosten hart. Wir nehmen dir dein Geld weg und spenden es dem Staat. Deine Mama ist too big to fail. Jetzt ist Schluss, es hat sich ausgewählt. Denn wir sind Gangster, Kommunisten und wir fronten hart. Wir nehmen dir dein Geld weg und spenden es dem Staat. Alternativlos, Alter, was ist denn mit dir los? Ey? Seid trostlos. Dankeschön. Vielen Dank. Oh, oh, ja, wir haben heute zum ersten Mal gelbe Mikrofonständer, die bis vor kurzem wahrscheinlich Baustrahlerständer waren. Ach ja, die müssen auch nachher wieder Baustrahler tragen, wa? Achso, wir sind vorsichtig. Sonst geht's da ewig nicht weiter, wa? Nee, das wäre echt komisch, oder? Ja, so Pausen muss das Publikum auch mal aushalten. Wir kommen jetzt zum nächsten Lied, das ist ganz was anderes. Achso. Ja, wir spielen es maskiert. Wir möchten nicht mit dem Inhalt in Verbindung gebracht werden. Nee, nee. Wir widmen es Pussy Riot. Achso, genau. Kennt ihr vielleicht noch damals? Das war noch Zeiten, da haben wir noch auf den Altaren getanzt. Ja. Mann, Mann, Mann. Ja, wir widmen es auch Wladimir Putin, weil der hat ja offensichtlich Angst vor Punk. One, two, one, two, three, four. Du hast ne wilde Frisur, wächst Gold im Kühlschrank, hörst in die Geschrammel im Berlin-Mitte-Apartment. Du schüttelst dein Haar in der Elektro-Lounge, schüttest dir Cocktails in den Bauch. Beckham-Iros findest du schick, du liegst im Trend, oh mein Gott, bist du hip. Du bist locker drauf und tolerant. Aber Baby, du hast Angst vor Punk. Angst, Angst, Angst vor Punk. Vor verzerrter Gitarre und schiefem Gesang. Angst, Angst, Angst vor Punk. Vor Polo, Partys und Biergestank. H&M Top mit rotem Stern. Du siehst süß aus, alle haben dich gern. Deine Freunde sagen, sie sind linksliberal. Quatschen bei Macchiato im Szene-Lokal. Prosecco und Lachs, deine Partys hab Stil. Ein bisschen freaky, aber nicht zu viel. Du hörst gern Musik, aber nicht zu laut. Eltern oder Nachbarn schocken, hast du nicht die getraut. Denn du hast Angst, Angst, Angst vor Punk, vor verzerrter Gitarre und schiefem Gesang. Angst, Angst, Angst vor Punk, vor Polo, Partys und Bierstank. Okay, jetzt kommt Mitsing-Part. Ich singe vor, ihr singt nach. Oh.
okay. Hauen die Bullen platt wie Stullen. Oi, 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 Pöbel hat gesagt. Eure Kinder laufen in unserem Block. Hopp, 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 Schweine im Galopp. Hopp, 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 Schweine im Galopp. Deutsche Polizistinnen und Polizisten, Mörderinnen, Mörder und Faschistinnen, Faschisten. Hab keine Angst vor Punk, Baby, Punk ist schön. Ist auch schön. Punk ist ehrlich und sympathisch, linksextrem. Wenn schon Che Guevara Tanga, dann aber richtig. Baby, du wirst sehen, Punk macht süchtig. Morgen schon saufen statt arbeiten gehen. Punk hält jung und ist bequem. Punk ist gesund, Punk macht wach. Macht kaputt, was dich kaputt macht. Angst, Angst, Angst vor Punk, vor verzerrter Gitarre und schiefem Gesang. Angst, Angst, Angst vor Punk, vor Popo-Partyson. Ihr Schack, ja, hab keine Angst. Angst, Angst vor Punk, vor ungewaschenen Leuten mit Nietenhalsband. Ja, Angst, Angst, Angst vor Punk, vor Remotes und Slime im Plattenschrank. Vielen Dank. Dankeschön, ja. Dann gibt es jetzt Leute, die das total begrüßen. Es gibt Leute, die dann immer sagen, ja, das ist ein bisschen krass, ne? Und da wir ja irgendwie es allen recht machen wollen. Nee, weil ja Punk bekanntlich die Subkultur des Kompromisses ist, haben wir einen kleinen Kompromiss ausgearbeitet. Vorschlag zur Abstimmung, er heißt Leise Punk. Jetzt bitte ganz leise, auch wenn ihr pokt, bitte ganz zärtlich, vorsichtig pogen, ja. Pogen ohne berühren. Es könnte sich jemand verletzen, ja, genau. Aber es darf gepokt werden, also ne, es ist nur alles leise und ja. Ich hoffe, ihr versteht jetzt noch, was wir sagen. Das Lied heißt Leise Punk. Mit den Ton geben. Ist auch neu bei Punk. Eins, zwei, drei, vier. Leise Punk, leise Punk. Für meine Kumpels vom Ordnungsamt. Leise Punk, leise Punk. Für meine Kumpels vom Ordnungsamt. Neulich kam die Nachbarin mit dem Küchenmesser um die Ecke. Sie sagt, wenn ich noch mal laut bin, dann bringt sie mich zur Strecke. Ich sag, okay, alles klar, ich will ja gar nicht stören. Ich kann meinen Punkrock ja auch leise hören. Leise Punk, leise Punk. Für meine Kumpels vom Ordnungsamt. Leise Punk, leise Punk. Für meine Kumpels vom Ordnungsamt. Jetzt sitze ich hier beim Tässchen Tee und fang soft die Pogo an. Mein Mittelfinger rempelt den Daumen ganz ungeniert an und dann macht Schnipp und der Tee in der anderen Hand schwappt über so ein Mist. Die Hose riecht jetzt nach Dajiling, wenn das nicht leise Punk ist. Leise Punk, leise Punk. Für meine Kumpels vom Ordnungsamt. Leise Punk, leise Punk. Für meine Kumpels vom Ordnungsamt. Manchmal höre ich auch Death Metal und zwar extra leise. Das macht dann richtig aggressiv und zwar auf zweifache Art und Weise. Zum einen die Musik so wütend, kaum zu fassen und dann auch noch so leise. Ich könnte ausrasten. Leise Punk,
leise Punk. Für meine Kumpels vom Ordnungsamt. Leise Punk, leise Punk. Für meine Kumpels vom Ordnungsamt. Leise Punk, leise Punk. Für meine Kumpels vom Ordnungsamt. Kennt ihr gehörlosen Applaus, wa? Danke. Ja, wir haben noch einen Special Guest mitgebracht heute. Da sind wir besonders stolz drauf. Ein Mann, der also weltweit Weltruhm besitzt, sagt man ja, ne? Weltruhm, da muss man nicht mehr weltweit davor sagen. Der hat in den 80er Jahren als Kopf einer der Heavy Metal Band eigentlich Erfolge gefeiert und einen Pilotenschein gemacht. Und heute Abend ist er hier. Ich bitte um Applaus für Bruce Dickinson. Yay! CCC! Say 666! Say 657! Say yeah! Yeah, say the evil way, yeah! Alright. Ja, nein, Entschuldigung. Also, ich, aus dem Alter bin ich eigentlich raus. War in den 80ern schön gewesen. Mittlerweile habe ich mir in einer Passion das Kontrabassspiel beigebracht und habe nochmal über die Texte aus den 80ern nachgedacht. Also 666, the number of the beast, bring your daughter to the slaughter. Schön war die Zeit, aber ich dachte mir, jetzt singe ich mal politische Lieder. Und da dachte ich mir, gehe ich mal nach Berlin, hab mir da so ein 300 Quadratmeter Loft in Berlin-Neukölln rausgelassen und dachte mir, über Gentrifizierung zu singen, das ist doch mal interessant. Bin da zu Recherchezwecken in den Galerien rumgelaufen und folgendes Lied ist entstanden, es heißt Kiez Killer. Genau. Und wir befinden uns wieder im Stadion. Oh ja, und da kann man so die Arme so schwenken zu dem Song. Genau. Bisschen Bon Jovi ist auch reingemischt worden. Ich werde ja älter. Feuerzeuge, iPads, alles, was ihr schwenken und schmeißen könnt. Use it. Im Jahre 2006 nach Neukölln gekommen, ein billiges Zimmer mit Außenklo genommen, ein bisschen Zeit gehabt, ne Galerie aufgemacht, abends Bier verkauft an das Studentenpark. Die Nummer kam gut an, jetzt schon 190 Galerien, die Mieten werden steigen, ich werd weiterziehen. Ich bin der Selbstausbeuter, ich bin das Bloody Beast, ich bin der Block auf Wärter, wanna kill the Keys. Keys Killer, we destroy the Keys. Kids killer, we destroy the
Lore. Wenn ich schlecht gelaunt bin, dann öffne ich ne Bar, dann steigt der Mietpreis wieder. Ha, ha, ha. Aus billig mach ich teuer, aus Subkultur Mainstream. Seitdem ich da bin, ziehen alle Werbeagenturen hierher. Model Casting Scheiße, die Vorboten der Ich weiß nicht, war jemand von euch schon mal auf dem Iron Man-Konzert? Ja? Dann weißt du ja ungefähr, wie es abläuft. Den anderen erkläre ich kurz. Also es geht so: Bruce Dickinson, der Sänger, springt gefühlte 8 Meter über die Monitorboxen, nachdem der Schlagzeuger eingezählt hat, und beginnt mit einem gar schauerlichen Gesang, in den das ganze Publikum einfällt. Und weil wir praktischerweise hier im Stadion versammelt sind, dachte ich, könnten wir diese Szenerie mal ansatzweise nachstellen, vielleicht nicht die, also gefühlte 8 Meter mal gucken. Aber ihr wisst schon, also es geht ungefähr so. Und jetzt hier. The number of the keys. Ich gentrifiziere von Kreuzköln bis nach Briat. Und wenn ich fertig bin, dann werde ich weiterziehen. Baby. Kids killer, creative in the streets. Na na na, na 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 na. Eher Scorpions jetzt oder Bon Jovi. Na 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 na. Bruce Dickinson. Vielen Dank, seid ihr gut drauf? Schön. Das passt ja zum nächsten Lied. Das heißt nämlich YOLO.
Yeah, Jugendsprache war schon immer unser Ding. Ich will noch nicht aufstehen, ich will noch ein bisschen schlafen. Nee, ey, YOLO! Nee, ich mach heute nichts mehr, ja, nee. Ich muss noch mit dem Hund raus und ich hab morgen ein Bewerbungsgespräch und muss vorher noch zum Friseur. Nee, ey, YOLO! Was? Nee, ich geh halt nicht mehr weg, nee. Nee, vielleicht ein bisschen Fernsehen. Heute kommt doch Tatort. Morgen ist Montag, hallo? Nee, ey! YOLO! Ey, habt ihr auch alkoholfreies Bier hier? Ja, ich fühle mich ein bisschen angeschlagen. Ich hab auch gestern schon was getrunken. Nee, ey! YOLO! Mach mal Wodka in die Mate, YOLO! Hallo, schöne Frau, YOLO! Taxi, hab noch Balkan, YOLO! YOLO, YOLO, Carpe Diem! YOLO, YOLO, Carpe Diem! Mit dem Fallschirm auf die Party, YOLO! Eckkneipe, Line auf Klo, YOLO! Schmeiß die Gläser an die Wand, YOLO! YOLO, YOLO, Carpe Diem! YOLO, YOLO, Carpe Diem! Ich mach heute ein paar Überstunden, bleib heute länger im Büro! Yeah, ey! YOLO! Mit dem Fahrrad von der Arbeit joggen gehen ins Fitnessstudio. Ey, YOLO. Ist ja schon ganz nett hier, aber lass mal auf die nächste Party. YOLO. Einer geht noch rein. YOLO. Bin im Park, wenn Sonne scheint. YOLO. Ab an See baden gehen, YOLO. Wenn scheiße ist, nach Hause gehen, YOLO. YOLO, YOLO, Carpe Diem, YOLO, YOLO, Carpe Diem. Alkohol bewusst genießen, YOLO. Lecker kochen, langsam essen, YOLO. Müde sein, schlafen gehen, YOLO. YOLO, YOLO, Carpe Diem! YOLO, di hiti eri, YOLO, da YOLO! YOLO, di hiti eri, YOLO, YOLO! YOLO, di hiti eri, YOLO, da YOLO! YOLO, di hiti eri, YOLO, YOLO! LOL, Ruffel, WTF! Mach mal Wodka in die Mate, YOLO! Hallo, schöne Frau, YOLO! Mit dem Taxi ab nach Balkan, YOLO! YOLO, YOLO, Carpe Diem! YOLO, YOLO, Carpe Diem! Mit dem Fallschirm auf die Party, YOLO! Eckkneipe, Line auf Klo, YOLO! Schmeiß die Gläser an die Wand, YOLO! YOLO, YOLO, Carpe Diem! YOLO, YOLO, Carpe Diem! Danke. Ist so ein bisschen deutschlehrermäßig. YOLO, YOLO, Carpe Diem. Also, das heißt das. Wegen da kann man seinen bildungsbürgerlichen Hintergrund eben doch nicht verleugnen. Das ist unsere Bewerbung für die Deutschstunde. Ja. Jetzt kommen wir schon zum Schluss. Oh, krass. Ja. Naja, denn. Wir können so YOLO-mäßig, wir schieben YOLO-mäßig noch so einen Song aus unserer Heimat ein. Also Wahlheimat, Neukölln. Damals, als Neukölln noch cool war, da haben wir den geschrieben. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ja. Neukölln. Marilyn Monroe. Marilyn 45.
Hollywood-Star vom Kiez. Du bist die Beauty Queen von West-Berlin. Du bist so zucker, zucker süß. Du bist die Marilyn Monroe von Neukölln. Du bist der Hollywood-Star vom Kiez. Du bist die Beauty Queen von West-Berlin. Du bist so zucker, zucker süß. Die Sonnenallee ist ein Sunset Boulevard. Neukölln ist ein Movie. Und du kriegst den Oscar, wenn du am Hermannplatz stehst. Dir die U7 den Rock hochbläst, wer die Zivilpolizei hupend vorbei und die Rütli-Schule kriegt Hitze frei. Du bist die Marilyn Monroe von Neukölln, du bist der Hollywood-Star von Kiez. Du bist die Beauty Queen von West-Berlin, du bist so zucker, zucker süß. Du bist die Marilyn Monroe von Neukölln, du bist der Hollywood-Star von Kiez. Du bist die Beauty Queen von West-Berlin, du bist so zucker, zucker süß. Arbeitslose schenken dir Champagner, die Ordnungsamtbeamten bringen alles durcheinander. Den Studenten fällt der Müsli-Löffel aus der Hand und der Bademeister springt vom Beckenrand. Alle Dönerspieße drehen sich nach dir um und wo bereit? Interessiert er noch? Du bist die Marilyn Monroe von Neukölln, du bist der Hollywood-Star vom Kiez. Du bist die Beauty Queen von West-Berlin, du bist so zucker, zucker süß. Du bist die Marilyn Monroe von Neukölln, du bist der Hollywood-Star vom Kiez. Du bist die Beauty Queen von West-Berlin, du bist so zucker, zucker süß. Kreuzberg ist neidisch, Schwerding beleidigt, ganz Prenzlberg hat deinen Style kopiert. Ihr winkt ne Villa in Wannsee, ein Reitpferd in Lübars, doch sie haben eins alle nicht kapiert. Du bist die Marilyn Monroe von Neukölln, du bist der Hollywood-Star von Kiez. Du bist die Beauty Queen von West-Berlin, du bist so zucker, zucker süß. Du bist die Augenweide von der Hasenheide, alle Ticker ticken. Selbst die Hundescheiße springt zur Seite, trittst du aus dem Haus. Du bist die Marilyn Monroe von Neukölln, du bist der Hollywood-Star vom Bezirk. Du bist die Beauty Queen von West-Berlin, hast alle Glücksbezirks. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Wir kommen zum letzten Lied. Das ist ja so ein Stadionkonzert gewesen. Und auch wenn jetzt das Gewitter ausgeblieben ist, was jetzt sehr gut als Hintergrund für diesen Song gepasst hätte. Nein. Ja. Also wir haben es halt schon aufgeschrieben, was wir jetzt spielen. Diktator. Diktator, ey. Diktator. Wir spielen so eine Stadionhymne, eben so einen Ausklang von so einem Konzert, wo man sich nochmal so in den Armen liegen kann. Und mit Feuerzeugen schwingen kann und mitsingen kann und sogar meditieren kann, was natürlich jetzt allen, die sitzen, und total entgegenkommen wird. Ja, das Lied heißt Soundtrack zum Untergang der Welt. Und dann ist ja eigentlich auch vorbei, ist ja klar. Wieder Hände und ihr kennt das Spiel. Westkurve, woo, wie geht's euch? Schön, dass ihr da seid. Startet mal eine Laola-Welle von da, dass sie da rüber geht. Wow, nice, CCC. Wunderbar. Geil. Dann erschwenken, genau. Thank you.
schließt die Augen. Werdet ruhig. Lauscht auf die Musik. Konzentriert euch auf den Bass. Und mit jedem Basston, den ihr hört, wird ein Baum im Regenwald gefällt. Und mit jedem Akkord, den ihr hört, wird ein ganzer Hektar Wald auf der Welt vernichtet. Mit jedem Akkordwechsel werden wieder 70.000 Tonnen CO2 in die Luft geblasen. Und ihr atmet ein. Ihr werdet ganz ruhig. Was soll man auch machen, nicht wahr? Erst wenn der letzte Baum gefällt ist, die letzte Luft verpestet, der letzte Fisch gefangen, das letzte Geld gegessen und so weiter, ihr kennt es ja. Erst dann, ja, was wird dann sein? Dann ist wahrscheinlich... Ja, dann ist relativ öde auf der Erde. Wahrscheinlich gibt es wahrscheinlich gar keine Menschen mehr auf der Erde, sondern alle, die dann noch leben, leben in so Tunnelsystemen irgendwie. Sind nicht mehr so viele und die leben in so Tunnelsystemen unterirdisch, um sich vor der Strahlung zu schützen. Und es gibt auch nicht mehr so viel zu essen. Ja, und wenn sich dann, also es läuft die ganze Zeit über so Lautsprechersysteme, der Soundtrack zum Untergang der Welt. Und wenn sich dann zwei begegnen, dann wird der Text abgefragt und wer einen Fehler macht, wird aufgegessen. Und so gesehen ist es heute Abend auch eine Serviceveranstaltung, dass ihr schon mal üben könnt. Schiff fährt auf Grund und der Karren vor die Wand. Die Uhr ist abgelaufen und die Erde ausgebrannt. Jetzt spielt die Band noch einen Popsong, den man gern im Ohr behält. Das ist der Soundtrack zum Untergang der Welt. Ich sitze auf dem Sofa, der Fernseher an, die Pizza im Ofen, Bier aus dem Kühlschrank. RTL Casting Show, Bericht aus Berlin, CDU, SPD, statt FDP jetzt die Grünen. Dann plötzlich Breaking News, was ist denn da los? Hagel in der Sahara, über Bayern Tornados, Dammbruch in Holland, Terrordürre in Berlin, Sturmflut und Hurricanes von Hamburg bis Wien. Scheiße, Mann. Klingt nach Weltuntergang. Was soll ich machen? Ja, was nur, ich renn in die Küche, beginne den Müll zu trennen. Heizungen runter und Sparlampen reindrehen. Ruhig bleiben, Bier auf und weiter Fernsehen. Da meldet sich mein Smartphone und teilt mir mit. Auf YouTube gibt's jetzt so einen ganz neuen Hit. Pass auf, der geht so. Das Schiff fährt auf Grund und der Karren vor die Wand. Die Uhr ist abgelaufen und die Erde ausgebrannt. Jetzt spielt die Band noch einen Popsong, den man gern im Ohr behält. Das ist der Soundtrack zum Untergang der Welt. Hol dir jetzt die neue Untergangs-App auf dein Smartphone und gucke, was deine Freunde so während des Untergangs machen. Cool, mit Video-App. Der Blitz schlägt ein, der Dachstuhl brennt, das ganze Haus wird weggeschwemmt. Der Strom ist weg, der Fernseher aus, die Butze treibt aufs Meer hinaus. Das Sofa zieht sich langsam voll, kein Plan, was ich jetzt noch machen soll.
Um mich rum Chaos und Explosion. Ich greif instinktiv nach meinem Smartphone. Leute, seid ihr alle offline oder was ist hier los, ey? Ich voll der Untergang im Hintergrund, ey. Krass, ey. Mach mal ein Selfie. Mit den Jungs, die noch übrig sind. Klick. Geil, schick mal rum, ey. Das Schiff fährt auf Grund und der Karren vor die Wand. Die Uhr ist abgelaufen und die Erde ausgebrannt. Jetzt spielt die Band noch einen Popsong, den man gern im Ohr behält. Es ist der Soundtrack zum Untergang der Welt. Das Schiff fährt auf Grund und der Karren vor die Wand. Die Uhr ist abgelaufen und die Erde ausgebrannt. Jetzt spielt die Band noch einen Popsong, den man gern im Ohr behält. Das ist der Soundtrack zum Untergang der Welt. Ja, das Schiff fährt auf Grund und der Karren vor die Wand. Die Uhr ist abgelaufen und die Erde ausgebrannt. Jetzt spielt die Band noch einen Popsong, den man gern im Ohr behält. Es ist der Soundtrack zum Untergang der Welt. Und jetzt alle! Das Schiff fährt auf Grund und der Karren vor die Wand. Die Uhr ist abgelaufen und die Erde ausgebrannt. Jetzt spielt die Band noch einen Popsong, den man gern im Ohr behält. Der Soundtrack zum Untergang der Welt. Das Schiff fährt auf Grund und der Karren vor die Wand. Die Uhr ist abgelaufen und die Erde ausgebrannt. Jetzt spielt die Band noch einen Popsong, den man gern im Ohr behält. Das ist der Soundtrack zum Untergang der Welt. Es ist der Soundtrack zum Untergang der Welt. Es ist der Soundtrack. Oh, ich glaube, es fängt an. Zum Untergang. Mike an der Technik. Der Welt. Vielen Dank, dass wir spielen konnten. Habt Spaß. Ciao. Dankeschön. Ja. Ja, spielen wir noch einen. Danke.
Ja, wie heißt? Kann ich kurz erklären. Ich bin Kalle, 119 Jahre alt. Er ist Paulo, 120 Jahre alt. Und wer er ist, wird sich im Verlauf des Abends vielleicht noch klären. Genau. Und wir sind stinksauer auf Scheiß Berlin. Berlin stinkt, Berlin ist dreckig, Berlin ist ein Skandal, Berlin ist pleite, Berlin hat mich, Berlin, du kannst mal von Frohnau bis an den Wannsee, von Spandau bis Marzahn, ich halt's nicht mehr aus, ich muss hier raus. Wo sind die goldenen 20er Jahre geblieben? Ja, wo ist denn die goldene Berlin? Da bin ich damals noch raus mit Kind und Kegel zu der Laubenpiepe ab der Tegel. Ja, was? Ja, da war das Kindle noch frisch und der Kommunismus eine Möglichkeit, ja? Ja, ja. Aber heute, ich sehe nur noch Bonzen weit und breit. Ja, ich und was ist übrig? Ja, die Metropole an der Spree, sag ich dir, ja? Das ist passé, ja? Und jetzt. Und ich frage dich. Ja, ja. Was ist übrig geblieben? Ja, ne? Na, was? Hundescheiß und Taubendreck und mit Wissig ist auch scheiße. Das ist so tief, das kriegst du nicht mehr raus. Das ist zum Kotzen. Weg. Berlin stinkt, Berlin ist dreckig. Berlin ist ein Skandal. Berlin ist pleite, Berlin hat nicht. Berlin, du kannst mal. Von Frohnau bis an den Wannsee, von Spandau bis Marzahn, ich halt's nicht mehr aus, ich muss hier raus, Berlin, du Kotzmann. Und ist auch so schrecklich voll geworden in Berlin, ja? Ja. Na, ich in meine Stani-Lieblingskneipe drin, ja? Sitzen da plötzlich 5000 Studenten drin, ja? Und das schimpft sie dann die Offseed. Aber das ist auch nicht das Hauptproblem. Das habe ich hier in dem Vortrag von André Holm vorhin gelernt. Das ist nicht der Style, das ist nicht der Latte Macchiato, das sind die steigenden Mieten. Und das ist. Nee, ja, das ist das Problem. Ja, ist alles immer teurer geworden. Na was? Ja. Und das nennen sie dann Reformen. Genau, genau. Naja, ja, dann nennen sie es mal. Für einen Sechser bin ich damals raus bis nach Heiligen See, ja? Ja, genau. Und heute zahlst du umgerechnet mehr als 5 Merker für die Futzis von der BVG, ja? Ich weiß nicht, wie soll das weitergehen, wa? Die streichen die fetten Löhne ein, während unser eins vor der Hunde gehen. Na was? Aber so die Leute machen ohne Stabe, ist es eigentlich allen bekannt. In Berlin hat seit 87 kein Supermarkt mehr gebrannt. Es hat der doch. Es hat nur neulich in der Köpenicker einer gebrannt, aber das war ein Kurzschluss. Ja. Berlin stinkt, Berlin ist dreckig, Berlin ist ein Skandal, Berlin ist pleite, Berlin hat nichts, Berlin, du kannst. Von Au bis an den Wannsee, von Spandau bis Marzahn, ich halt's nicht mehr aus, ich muss hier raus, Berlin, du kotzt mal an. Sag mal, Kalle. Ja, warten. Ja, ich frag mal jetzt schon die ganze Zeit, wer ist eigentlich der sympathische junge Mann, der da so schön für uns Klavier spielt, wa? Weiß ich auch nicht. Das ist ja so ein avantgardistischer Klavierspieler, der hier unterfordert 3 Akkorde klippert. Ja? Vielleicht lässt du ihn mal ein bisschen frei. Ja, also bei so avantgardistischer Musik, da fehlt mir mal so ein bisschen der Zugang. Ach so. Ja. Ja, vielleicht können wir den schaffen. Ja. Aber wie nähert man sich dem? Vielleicht quatsch ihn mal an, mach mal irgendwas, ich weiß auch nicht. Ja, Kollege. Man munkelt hier, dass es hier so einen avantgardistischen Zugang legen könnten hier. Eine Leitung. Weiß ich nicht. Sowas. Oh.
Reaktion des Publikums? Alright, ihr versteht das anscheinend. Klingt auch so, als ob es länger gehen könnte. Vielleicht. Boah, geil. Vielleicht könnte man darüber was. Vielleicht kannst du darüber ja Texte was machen. Ich weiß nicht, also. Ihr erinnert euch die Henne? Vielleicht, ich weiß nicht, das ist mir, also ich hab da immer noch keinen Zugang. Vielleicht kannst du erst mal vorlegen, vielleicht mach... Nee, warte mal. Bei Sonnenaufgang laufe ich zum Einkaufsladen. Guck, ob sie was zum Einkaufen haben. Ah, sie haben Ausverkauf, alles muss raus. Na dann nehme ich Aufschnitt, 1000 Gramm. Und 10 Meter Auslegewaren, die sie eine Auslage haben. Und das auflagenstärkste Fernsehprogramm will ich auch haben. Scheiß auf die Ausgaben, ich will alles, was sie da haben. Einmal alles aus den Ecken rauskramen und hier auf den Haufen auf meinen Einkaufswagen draufladen. Ach, ich brauch doch was zum in Bauch laden. Einmal Saumagen, was ein Sauladen. Den will ich ja nicht wahrhaben, dass sie den nicht da haben. Den werde ich meiner Frau sagen, die wird sie grün und blau schlagen und an Bauzaun nageln. Das Problem ist doch, das Problem ist doch, das Problem ist doch, dass alle außer mir und meiner Crew es nicht drauf haben. Verstehen Sie? Jeder hat so seine Aufgaben. Ich bin zuständig für Kaufwaren und konkrete Aussagen und Sie sind für Scheiße, das was aus dem Darm kam. Ich werde jetzt den ganzen Kram von meinem Einkaufswagen auf meinen Lastwagen draufladen, den Kram nach Hause kann ausladen und dann mache ich mir erstmal einen Truthahn warm. Oh, ha. Yeah. Ja, Truthahn. Da, ja. Das ist ein Stichwort, da kann ich was mit anfangen. Sehr gut. Truthahn. Wobei, mir fehlt der Zugang zum Truthahn. Hä? Die Backofentür klemmt und ich stehe unter Zugzwang. Drin schmort der Vogel, ich höre hier Wutang. Doch in meiner Blutbahn sammelt sich Wut an. Ich trinke mir Mut an, steig in die U-Bahn. Die U-Bahn braucht zu lang. Zum Glück habe ich Turnschuh an und einen Superman-Umhang. Ich schaff mir eine Wumme an, schnitz mir einen Bumerang. Lauf in den Zoo und schieß einen Puma an mit einer Harpune, mit noch Thunfisch voll dran. Eklig, Alter. Hör mir dann den Vorwurf an, ich sei unhuman. Stimmt. Dabei habe ich nur Gutes getan. Aber seine Mutter hat Umgang mit einem Orang-Utan aus Ungarn. Alter. Säulenumgang. Das Problem ist doch, das Problem ist doch, das Problem ist doch, keiner hier findet Zugang zum Rap-Style, den ich und meine Crew haben. Aber ja, so ist es manchmal. Truthahn fällt heute aus und ich mache mir stattdessen einen Uhu warm. Weil so ein Uhu aus der Tiefkühltruhe ist auch was Gutes. Ja. Ja, krass. Wieso nicht? Applaus für den abstrakten Klavierspieler. Ja.
also hat mich auf jeden Fall krass getriggert. Ja, wolltest du noch was loswerden? Na, mit Tierwasserwerke sollten jetzt rekommunalisiert werden, wa? Ja. Und auch das Stromnetz. Ja, ist ja gut, sollten wir nicht beschweren, ne? Ja, ja. Aber dann habe ich was von Rückkaufen gehört. Ey, sag mal, sind die jetzt völlig gestört? Von Watten, wa? Ja, nee, warte mal. Da gab's doch früher so einen Begriff, der ist im real existierenden ist ja so ein bisschen entwertet worden, sag mal. Wie waren das nochmal? Wie ging das? Ja, hier, du meinst Dings. Wie ist Enteignen. Enteignen, ja. Ja, ja. Schönes Wort. Leider völlig außer Mode geraten. Ja. Ja, ich sag mal, mit dem Begriff könntest du einige starten. Ja, ja. 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 Müsste man vielleicht ein bisschen zeitgemäßer formulieren. Ja, so was wie Private De-Owning vielleicht. Ja, ja, ja. Oder from Private to Public Ownership. Ja. Naja. Ownership Swapping. Ja. Real Estate Away Taking. Ja, Alter, ja. Richtig. Und dann auch gleich Hypo Real Estate Away Taking. Ja, ja, und den Kraftwerke Retake, ja, ja. Wasserwerke Retake. Vattenfall to Hell Jagging. Ja, Wohneigentum Verstating, ja. Verstehst du, Alter. Ja, ja, es ist so. Ja. Ja, ist halt große Koalition in Berlin. Achso, nee, dann geht's nicht. Ja, nee, den können wir vergessen. Egal, nee, komm. Pass doch besser zum Refrain, wie es sonst war. Ja. Berlin stinkt, Berlin ist dreckig, Berlin ist ein Skandal, Berlin ist pleite, Berlin hat nicht. Berlin, du kannst mal von Frohnau Spannau bis Marzahn. Ich halt's nicht mehr aus, ich muss hier raus. Berlin, du Kotzmann. Berlin stinkt, Berlin ist dreckig, Berlin ist ein Skandal. Deine Bassstimmung ist auch ein Skandal. Berlin hat nicht. Berlin, du kannst mal von Hellersdorf bis Kralo, von Köpenick bis Heiligensee, ich krieg das kalte Kotzen und er häng mal im KDW. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank, dass wir hier spielen durften. Wahnsinns Publikum. Habe ich am Anfang schon gesagt. Wusste ich gleich. Wir haben, wenn ihr wollt, wir haben CDs dabei, dann müsstet ihr, wir sind hier irgendwo, dann könnt ihr uns ansprechen, wenn ihr die kaufen wollt. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.